Leute, vergesst alles, was ihr wisst. Heute werde ich euch die Augen öffnen. Ihr werdet Dinge erfahren. Damit hättet ihr niemals im Leben gerechnet, Leute. Es ist so unglaublich, so erschütternd, so unfassbar. Und ein Mensch hat es herausgefunden. Und worum es geht, das erklärt euch jetzt Marcel. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Leute, im Hintergrund seht ihr zwei Gameplays, die waren eigentlich Live-Commentaries, wie ihr hier seht. Endlich, Leute. Was war das für ein kranker Gunfight? Ich hatte bei beiden Solo-Runden 11 Kills, hab bei beiden aber ganz knapp verloren am Ende. Und auf jeden Fall dachte ich mir, okay, scheiß drauf, einfach so als Hintergrund-Gameplay passt das aber. Denn heute gibt es einen ganz besonderen Kommentar des Tages. Ich glaube, das ist der Kommentar meiner bisherigen YouTube-Karriere. Das ist der geilste Kommentar, den ich bisher überhaupt jemals gesehen habe, Leute. Den gönnen wir uns jetzt mal gemeinsam. Den müssen wir uns auch wirklich komplett entspannt gönnen. Werde ich jetzt relativ lange einblenden. Let's go. Der Kommentar stand unter meinem Video von gestern, unter meinem Gameplay mit der neuen Shotgun, mit dem Sieg. Wer das noch nicht gesehen hat, kann es auf jeden Fall gerne auschecken und mich auch kostenlos abonnieren, wenn ihr das machen wollt. Und jetzt passt mal bitte auf, was DN Gaming TV hier geschrieben hat. Das ist wirklich der Kommentar der Kommentare, Leute. Marcel, du Dreck. Wieso ohne E gibst du einfach nicht zu, dass du gegen Bots spielst? Allein deine Gegner heißen Player und dann eine Zahl, du Drecksschwein. Lüg nicht deine Community an und stehe dazu, dass du keine Ahnung in Fortnite hast. Such dir ein Leben, du Noob. Marcel spielt gegen Bots, er zieht sein Facecam unten links wegen dem Namen, aber in der Mitte steht nach einem Kill der Name vom Gegner beobachtet. Gut, es steht immer Player, Player, Player. Liebe Grüße, DN Gaming TV. Und ich glaube, ich weiß, worauf der Kollege angespielt hat. Denn ihr seht auch hier im Feed, oder wenn ich Gegner töte, dass dort nie der gegnerische Gamertag steht, sondern immer Player. Und er hat es erkannt. Es sind nämlich Bots, Leute. Den Rest, alles, was ich auf Scorpion Plays in den letzten 2 Jahren gemacht habe, waren nämlich gegen Bots. Ich habe noch nie gegen einen echten Menschen gespielt. Nicht in Call of Duty, nicht in Fortnite. Denn ich bin der Einzige, der einen Private-Modus erschaffen hat in Fortnite. Damit ich als Einziger davon profitieren kann, gegen Bots zu spielen. Noch kein Gameplay war jemals echt. Oh, warte mal, da kommt gerade was rein. Ach, das ist der Ach, es gibt in den Optionen einen Streamer-Modus. Den kann man einschalten und dann sind etwa alle Gamertags der Gegner auf Player, damit du nicht gestreamsniped werden kannst. Okay, Leute, jetzt mal Retalk. Leute, wie geil ist dieser Kommentar, bitte? Also, dieser Typ hat anscheinend wirklich ein Problem damit, dass ich Fortnite hochlade. Ist ja auch sein gutes Recht, sage ich jetzt mal, ne? Aber, jetzt mal eine Nachricht an diesen Kollegen, an LN Gaming TV oder wie der Typ heißt. Bro, erstens, übelste Tour, jemanden direkt zu beleidigen, wenn man wirklich keine Ahnung hat von irgendwas. Er wirft mir vor, ich habe keine Ahnung von Fortnite. Digga, du hast keine Ahnung von Fortnite, Mann. Wie kann man den Streamer-Modus nicht kennen? Einfach auf Option Streamer-Modus an. Ich habe das zum Beispiel angemacht, weil ich immer extrem eingeschüchtert werde von Gamertags. Wenn ich im Feed sehe, Sweat for my Bullets macht einen Quad-Feed, denkst du, ich kann die Runde dann noch vernünftig spielen? Alter, ich habe Angst vor dem Typen. Aber so, das ist die beste Option. Hätte es das bei COD gegeben, ich hätte mein Leben lang auf diese Option gezockt, Leute. Wie gut ist das? Du kannst ausstellen, dass du die Gamertags der Gegner siehst. Alter, das ist doch perfekt. Das habe ich sofort gemacht am ersten Tag. Eieiei, Leute. Also, ich meine, klar, das ist natürlich jetzt gerade ein Spaßvideo, aber wie kann man sowas schreiben und so überzeugt von dieser Lüge sein? Ich habe es schon bei Twitter gestern gepostet. Ich glaube, so lustige Kommentare habe ich bei Twitter noch nie gehabt, Alter. Die Leute haben sich so über diesen Typen kaputt gelacht, Leute. Was ist denn los mit ihm, Alter? Guck mal, mit wie viel Energie er das geschrieben hat. Das ist doch zu krass. Ich muss mich natürlich eigentlich auch bei ihm bedanken, dafür, dass er mir jetzt diese Videoidee immerhin beschert hat. Aber trotzdem, Leute, Alter, ich komme auf solche Leute nicht klar. Und sowas war in letzter Zeit häufiger mal am Start. Da denke ich mir so, Digga, was ist los mit euch, Alter? Lass die Leute doch einfach mal machen. Sogar keine Ahnung, ey. Und dann hat er nicht mal Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Er hat nicht mal einen Plan. Er hat nicht mal 1% Plan. Schreibt da irgendeine Scheiße in die Kommentare, blamiert sich wirklich vor der gesamten Welt und deswegen habe ich mir jetzt hier mal vor die große Bühne gezogen. Die letzten Kommentare des Tages waren immer positiv, wir werden auch in Zukunft immer positiv sein, aber dieser Typ, Leute, Alter, wie kann man sich wirklich so selbst blamieren und dann schreibt er so einen Text, er macht so auf Sherlock Holmes und dann auch noch so, ah, er hat die Facecam extra unten links platziert, so wie jeder andere Fortnite-Spieler der Welt das auch macht, weil es überall anders scheiße aussieht vielleicht, Mann. Natürlich steht es dann immer in der Mitte, er denkt, ich habe das die ganze Zeit nicht gesehen und dass ich jetzt gefaked habe und dass ich gegen Bots spiele, ah, Mann, Akkoidum. Alter, es gibt nicht mal ein Privat Modus, wo man gegen Bots spielen kann. Also was ist denn mit dir? Leute, ich hoffe, dass ihr euch ja gerade Popcorn geholt habt, was zu trinken. Und ich hoffe, ihr lacht euch jetzt richtig über diesen Typen tot, Leute. Ohne Scheiß, ich hoffe, ihr werdet am Wochenende richtig schön Fortnite grinden, so wie ich, Leute.
Alter Schwede, ich komme auf sowas einfach nicht zurecht, Leute. Ich meine, was ist denn mit diesem Typen los, armer Zickzacki, Digga? Ohne Scheiß, Mann, Alter. Okay. Die Pistole nehme ich, hier sterbe ich lieber hier drin, als die Pistole zu nehmen. Okay, wir haben die Waffe. Eine Shoddy bitte noch. Zum Mitnehmen, bitte. Die kämpfen hier direkt bei mir, Alter. Okay. Kurz die billigste Falle der Welt platzieren, einfach nur um mich zu heilen. Wir hoffen, dass sie jetzt nicht von oben kommen. Jetzt pusht er endlich, wo weiß ich die Kiste aufgemacht habe. Großer Respekt. Guckt euch das an, Leute. Muss man dazu noch was sagen, ey? Da habe ich gerne gewartet, dass er kommt. Wirklich sehr gerne. Jetzt gib mir das mal. Komm jetzt. Okay. Er ist wirklich in die schlechteste Falle der Welt gelaufen, Leute. Das muss man ja erstmal erzählen, wie er das geschafft hat. Wow, Alter. Lustig ist, er hat selber sogar eine Falle dabei. Aber so weit konnte er dann anscheinend nicht denken. Na, okay, dann habe ich jetzt noch eine Falle am Start. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich glaube, hier kannst du eigentlich nie was falsch machen mit einer Falle. Moment. Genau da. Und das auch noch zumachen. Besser geht's eigentlich nicht. Ich hoffe so richtig hart, dass da einer rein... Oh, hier. Ich habe so lange keine Fallenkills mehr gemacht. Das war mein erster Fallenkill seit... Ich weiß nicht wie lange. Jetzt mal ohne Witz, seit Wochen. Das Ding ist... Ah doch, hier ist sogar noch Action gleich. Oh, geil. Hier werde ich... Hier ist auch so ein geiler Fallenort, Mann. Ich muss eigentlich ein bisschen Munition neben die Shotgun legen, damit die denken, dass es nicht gelootet. Das wäre auch das perfekte Verbrechen, Leute. Das ist das perfekte Verbrechen. Komm. Komm schon, jetzt. Ich will das unbedingt versuchen. Guck mal, Leute. Das ist doch das perfekte Verbrechen. Dann ist da eine Falle drüber. Die denken sich so, hä? Wie konnte ich da jetzt sterben? Ist da jemand drin im Vogelkäfig? Nee, ne? Oh, ein Big Shildy? Womit habe ich das denn verdient, Leute? Das ist eines der schönsten Geschenke, die ich in meinem Leben jemals erhalten habe. War das ein billiger Kill. Komm, Freunde. Alles oder nichts. Der Typ checkt gar nicht. Boah, Alter, ich bin der beste Fortnite-Spieler der Welt geworden. Einfach von einem auf den anderen Tag. Aber natürlich wie immer kein Raketenwerfer, Leute. Raketenwerfer darf ich nicht bekommen. Das ist so ein Gesetz einfach. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt sterbe wegen diesem Drecksding, raste ich aus.
Boah, er macht auf Myth, Leute. Endlich, Leute. Was war das für ein kranker Gunfight? Was haben wir hier gebaut in der Zeit, ey? Noch vier Gegner. Ich habe 177 Sniper-Schüsse. Ich glaube, den stärksten Gegner habe ich aber schon rausgenommen gerade. Da hinten ist noch einer, komm mal. Der Arme, ne? Da können wir ja nochmal unsere gemeinsame Konstruktion nutzen hier. Da ist auch noch einer. Okay. Ja, ich krieg das hier einen Sniper-Shot. Komm, der Typ, das war sein erster Kill, wetten wir? Wetten wir, das war sein erster Kill? Okay, er hat vier. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Kostenloses Abo dalassen, Like dalassen. Und wenn ihr euch amüsiert habt, dann lasst auf jeden Fall nochmal ein Like da. Noch einen dritten Like, komm, machen wir das so. Wir sehen uns wieder, haut rein und ciao, ciao.